Also wirklich, er ist so unfreundlich. Ja, Sigi. Entschuldige, seine Hände sind geschickt, aber seine Zunge nicht. Unser Sohn wird mit einem solchen Vater wie dir niemals eine gute Frau finden. Sie sind beide so starrköpfig. Hörst du mir etwa jemals zu? Nö, natürlich nicht. Ich habe noch nichts, was für dich geeignet ist. Aber du kannst kaufen, was ich bereit... Messe, der Dolch und der Bronzeschwert. Der Bronzeschwert. Ja, und Rüstung ist halt natürlich... Also erstmal kommt der Dolch weg. Wenn du eine noch stärkere Waffe benötigst, vielleicht habe ich bis dahin was fertiggestellt. So. Und ab in den Wald. Ich habe mal einmal was Falsches schon, schicke ich mich in den Wald. Und ja, die brauchen stellenweise auch ein bisschen zum Respawnen. Wie man vielleicht gemerkt hat. Weil gewisse Viecher respawnen irgendwie immer gefühlt. Beispielsweise der da. Bin ich jetzt noch beim Monster beschwören. Und ja, je weiter man kommt, desto eher hört man auch einen Unterschied in der Melodie, die gespielt wird. Die Mobs im Übrigen leveln, indem man die Viecher platt macht. Mana regeneriert sich durch, mitunter durch Abwehr. Boah, was? Kleines Beispiel. Und auch noch ein Kampf mit ihren Schmarrnbergen. Ich bin direkt auf Level 2 gestiegen. Das Ding ist eher, na, eher physisch gesiedelt. Speed. So. Dann hier runter. Die Dinge sind recht praktisch, wenn man die da eingefangen kriegt. Denn die Flachzangen geben einen Heal. Was das Ganze ein bisschen nervig macht. Ich könnte nebendran tatsächlich die anderen Mucke noch laufen lassen, aber ein bisschen doof für den Kampf immer die auszumachen. So, dann haben wir hier eine Truhe, für die ich noch einen Schlüssel brauche. Und nochmal, weil es so schön war. Ups. Hoppala. Gut, hätte ich aufgepasst, hätte ich das selbst mir ausrechnen können, dass das passiert. Dann kommen wir hier jetzt nach oben. Dann hier hinten rum. Dann können wir den Baum hier wegmachen. Das ist Tor. Hm. Steht er hier schon wieder? Ja. Steht der Astrein schon wieder da. Gelegentlich trifft man auch zwei Gegner gleichzeitig. Passiert zwar eher selten, aber es passiert. Retro-Parts. Ich will nicht gerade, was für Spiele ich da nehmen könnte. Aber theoretisch könnte ich mal, wenn ein Kumpel hier ist, muss die Frontschweine rausholen. Falls sie das noch finden irgendwo. Geringere 6 MP, bzw. Mana. Ui. Wieder zurückwechseln. So, jetzt könnte ich den Dings mal benutzen. Dann ist das Viech auch, wenn man... Ja, eigentlich ist das Viech vergleichsweise selten. Im späteren Spielverlauf findet man die gar nicht mehr. So,
glaube, ich musste da unten zuerst durch. Ja. Gut, was heißt hier müssen? Ich musste nicht, aber... Na, vielleicht sieht man schnell noch früher noch, warum ich dort lang gegangen bin. Spätestens im nächsten Part, denke ich mal. Ich werde immer so ziemlich alles fangen, was ich nicht töte. Was? Kann nicht sein. Sieht gerade kaum sein Stream ist jetzt schon offline? The fuck? Ich muss kurz mal... Nö, laut Ansage ist er noch offline, online. Tschüss, sagt er, ist off. Hm. Würde mich jetzt hart wundern, wenn ich hier bin. Ah, komm, Laie. Einen weiter. So, und den ganzen Spaß gibt es nochmal als Feuer-Variante. Mal gucken, ob ich den so gefangen kriege mit seinem 6 HP. Können wir bei Pokémon halt auch ausbrechen. Aber je größer der Levelunterschied, desto weniger schnell brechen die aus. Achso, da hinten ist noch was gewesen, was eher nervig war, muss ich so sagen. Brauche ich eine Taste auf dem Controller, die das macht, aber leider lässt sich dafür nichts einstellen. Der Stelle hat auch mal gesagt, ich hau mir das mal einmal hinter. So, das ist Wind. Hm? Ja. Wir sind davon, dass die Dinger potten hässlich sind. Hat man auch ganz schnell eine Vergiftung am Hals, wenn man gegen die Viecher antritt. Man fängt ja alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, ne? Ich könnte theoretisch auch die besonderen Mobs mehr ranholen, dann müsste ich jetzt einige Fächer immer schön im Lager erhalten. Ui. So, und das Thema Schlüssel, na, da vorne haben wir ihn. Hol ich mir gleich. Je weiter man, wenn man weiter ist, kann man sich die Viecher auch mit One-Shot quasi machen. Also One-Shot fangen einfach mal. Und da haben wir die Vergiftung. Die gerade 5 HP zockt, Alter, the fuck. Der treibt halt noch mehr. Na, ja, perfekt. Einfach mal outrunnen. So, da oben wohnt der Herr von Zuckermeister. Hier haben wir noch 2 Mobs, gegen die ich jetzt ehrlich gesagt nicht antreten will. Das hat nämlich, das hat seine Gründe. So, mit einem Wassermonster gegen Erde antreten ist halt nicht so intelligent. Stattdessen nehme ich mir mal den hier mit. Hat was anderes mal gekriegt, er natürlich auch, allerdings die ein bisschen anders aus als das, was man so kennt. So. Ach, das geht noch, der heilt sich ja auch jedes Mal ein bisschen. Kurzen Blick aufs Discord werfen. Nö, kein Schwein da.
Und deshalb bin ich da erst lang gegangen, damit ich den Speer schon kriege. Das heißt für mich ab nach Häuslin. Also den Kokor, also den ersten Wald kann man theoretisch mit dem einen, nehmen wir es mal Viech, locker schon abschließen. Geht halt einmal raus, holst das Teil aus dem Kokon quasi. Und dann geht's wieder rein. Ja, ich bin ein bisschen hart ungeduldig, was das betrifft. Übertreib es nicht. Das hatten wir letztes Mal schon. Ja, ich brauch's nicht erklären. Dann wird es mal auch schon. Genau. Müssen wir, ob sie nicht früher oder später sowieso nicht mehr verwenden wird. Ich sag mal so, ihr könnt euch den Text ja gerne mal durchlesen, der unten steht. Also einfach bei YouTube mal auf Stopp drücken. Dann seht ihr, glaube ich, sehr gut, warum ich das jetzt gelassen habe. So, die Spindyrümme sagt mir so schön. Ich glaube bei Gelegenheit beim ersten. So, bevor ich den vierten Wald betrete, werde ich mir hundertprozentig nochmal eine Liste machen. Der Monster, die ich einfangen muss. Oh Gott, nein bitte. Im Sinne, oh nein, bitte tu mir das nicht an. Labe mir jetzt nicht die Ohren, check ich. Oh ja, wir werden umtrennen. So. The fuck, Herr von Zugrunk hat tatsächlich auf kurzen Stream. Oh, Moment, Moment. Da gab es doch so einen schönen Bug. The fuck, Herr von Zugrunk. Gott, ich komme auf meine eigene Stimme nicht klar. Ach ja, wie man sieht, sind da ein paar Mobs, die eigentlich nicht mehr da sein sollten. Außerdem kann man sie halt nicht, aber du hast hier halt auch Dinge drin, die du eigentlich nicht hast. Ein paar sehr eigene Gestalten. So kann ich euch mal eine kleine aber feine Preview geben. Was für einen hässlichen Bastard man hier so züchten könnte. Der geht sogar. Den könnte ich theoretisch sogar gleich machen können. Das könnte einer von mir sein, wenn ich mir das mal anschaue. Das ist schon ein älterer, das sieht man an der Größe. Glaube ich keiner von mir gewesen, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich mag die Kombi auch.